Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Nobody Wants to Die. Wir machen weiter hier mit James Cara. Wir sind wieder in seinem Apartment. Draußen in der Stadt gibt es immer mehr Aufruhen, weil vor 2 Wochen die Zugexplosion war, das Zugunglück. Und jetzt ist auch noch hier die Bar der Icarus, der große Zeppelin, explodiert und in ein Gebäude gekracht. Und man hört Leute, wie sie aufgebracht auch sich gegen die Polizei hier stellen. Man hört sogar Schüsse aus der Entfernung. Also die Leute sind auch nicht mehr so zufrieden, was gerade so in der Stadt passiert. Auch mit den Flugblättern, die hier rumgeschmissen werden in der ganzen Stadt. Von wegen, gibt uns unsere Körper wieder. Mal gucken, was sich da noch alles ergeben wird. Heute machen wir erstmal weiter mit Ermittlungen vielleicht. Vielleicht packen wir noch mal ein paar neue Beweise zusammen. Also Leute, willkommen zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen 9. Episode. Not good. Nicht gut, doch. Doch, doch, doch. Ist gut. Wenn ihr es auch gut findet, das Let's Play. Welcome home, James Cara. I recommend immediate decontamination. The level of contamination of the shell is alarmingly above all norms. Ja, das sehe ich auch. Oh, shut up now. My head's gonna explode. The synchronization test will take place soon. Please do not leave the apartment for the next 24 hours. Was? Fuck! Werde ich jetzt eingesperrt in meiner eigenen Wohnung? Sollte euch das Video heute gefallen, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Danke dafür. Oh. Where are the fucking drugs? Nein, 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 diesmal wir nehmen keine Pillen mehr. Ich will wissen, was passiert, wenn man dieses Ambrosia-Zeug nicht mehr nimmt. Vielleicht kommen dann ja noch mal ganz andere Erinnerungen zurück oder so. Wer weiß. Jetzt halt die Frage, ob bei dieser Körpertransfusion von einem Körper dann in den neuen irgendwas noch passiert. Was man nicht merkt oder so. Oder die können da vielleicht Sachen aus deinem Gedächtnis löschen oder sowas und dir nicht alles wieder mitgeben in den neuen Körper. Keine Ahnung, man sollte immer von schlechten... You already know who the murderer is? How did I? Immer vom Schlechten ausgehen. Hey, doesn't the hero die at the end? Das ist das gleiche Gespräch wie im Autokino. Yes. But he's trying. And when will you cuff me? You want me to cuff you? Don't you want to? If I don't get up from this couch and grab my drugs, I'll die. Drugs should be in the kitchen. Or the restroom. Maybe upstairs? Ja, die sind da ja auch. Aber ich will jetzt nichts nehmen. Vielleicht kommen noch mehr Erinnerungen von seiner Frau zurück dann. Was können wir denn sonst noch so machen? Upstairs gehen? Vielleicht dich einfach mal hinlegen. Ich glaube nicht, dass du jetzt stirbst. Na, da liegen auf jeden Fall welche. Sind da auch welche drin? Vielleicht können wir das noch weglegen. Die ist leer, ne? Damn, empty. I think I had... In ancient cultures, the Moirai were an allegory of destiny. They represented the brutal laws that governed the world. Wow. Da war sie aber schnell wieder weg. Das verbreitet sich hier immer mehr, ne? Diese komische... War das ja auch die Sache, was er erzählt hatte, von wegen, dass da einen gab, der hat dann Sachen gesehen und konnte Farben schmecken oder irgendwas. Und er hier sieht ja auch die ganze Zeit immer diese komischen Verwurzelungen. Und die Gerüche haben ihn dann getötet, meinte der bei der anderen. Das ist das Badezimmer. Ich guck jetzt mal in der Küche. Wer hat die Pflanze umgeworfen? War hier jemand drin? Oder war James das selbst? Eine schöne Pflanze. Jetzt ist hier auch wieder ein explosives Gel auf dem Fußboden verteilt. Das ist voll gefährlich. Unsere einzige Pflanze. Ah, hier. Die Icarus in Flammen. Ja, ich war drin. War cool. Train Disaster. Und die Icarus. Die Stadt geht zugrunde. Die ist auch leer. Hab ich schon beim Aufheben gehört.
There's nothing in this one either. What? I won't get rid of this hologram unless you take me there. Copy that. I really would love to go there. Die Insel? Die Projektion von dem Fenster dann, ja. Sie wird also gerne dahin. Alter, das war gut gemacht. Hier saß sie noch eben, dann geht sie hier so vorbei und dann ist sie weg. Nice gemacht. Schöner Schnitt. Ich denke, er muss sich einfach mit seiner Vergangenheit ein bisschen mehr beschäftigen. Und das nicht mit den Tabletten unterdrücken, sondern versuchen, Trauer und sowas alles zuzulassen und Trauerbewältigung, Verarbeitung der Vergangenheit. Bathroom is free, please don't. Was? Natürlich ist er free. Ist mein Badezimmer. You look terrible lately. Try to smile a little. Just a little bit. Oh, jetzt hat sich die Frau geändert. Auch leer. Krass. Nein, 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 nein. Oh, man kann sich nicht entscheiden, ob er die nimmt oder nicht. Er haut sich die einfach in die Birne. Attention, the sync test is ready. Immediately approach the Hestia module. Der Sync-Test, den macht man einfach zu Hause? Naja, wenn das hier mit der ganzen Stadt verbunden ist und jeder so ein Ding im Haus hat, dann können ja die Hersteller von diesen Dingern alles überwachen in der Stadt, oder? Und dann diese Test leicht nach Hause schicken. Oh, ist das so ein Rorschach-Test? Macht man das so? Ich sehe Brüste. Logged. James, Kara, welcome back. Okay, I'm hallo. Starting the synchro test. Please take a deep breath and imagine a safe space. Feel the ground under your feet. Krass. Erleben Excellent. Wir jetzt den... Very literally, ah. But perfect. Please select a seat. Als seine Vergangenheit noch gut war, stellt er sich jetzt hier das alte Baseballfeld vor, wo er noch eine gute Zeit da hatte. Und jetzt erleben wir hier auch noch den Sync-Test. Das ist ja mal was. Ich nehme den da. Der sieht bequemer aus als diese komische Kackliege. Our own death is a difficult experience that we naturally repress from consciousness. In order to enable smooth functioning in the new body, we need to remember the last moments of our lives and... And together face the trauma of the last death. Yes, I know. I'm sorry. Okay. Before we get to the point, please recall the first death. It was just an injury. I just changed my body. And my old shell went to the Hall of Fame. It looks pretty good there. Please start calibration process. Wow. Ist das denn Baseball? Der Ehering? Könnte der Ehering sein, ne? Calibration successful. Und Alk? Thank you. Let's go to the memories. It's time to confront them. Proceed to the next stage. Okay. Waren das seine wichtigen Sachen? Der Baseball von früher, die Heirat und das Saufen oder was? The key to synchronization is the ability to put the past into perspective. Please, ja. Try to do this. Mach ich.
You were at the peak of your abilities and career. Mm-hmm. Have you thought about buying a Synchro Plus program? Thanks. I can't afford it. No worries. Common tests work just as well. Please, continue. Eine Psychologin, die auch erstmal noch das Premium-Paket verkaufen will, oder was? Nicht nur Psychologin, sondern auch noch gleich Vertreterin im 1. Das ist seine Hall of Fame-Figur, ne? Oder seine Statue halt. Geht das von oben? Drücke, um den Hinweismodus zu aktivieren. Nö, nö, nö. Hier ist so eben. Finger. So, James Kara, die steht auch in seiner Wohnung, die Trophäe. Player of the Year. Aber da unten ist das Datum fehlt, oder? Wieso hat jemand das Jahr eingestampft da unten? A ist er vielleicht... Body, a new chapter in life? I had no choice. I didn't synchronize with the new shell like I did with my original. Positive rate threshold is 80%. And maybe for you. In sports, a fraction of every percent counts. Warum war jetzt bei der Sportstrophäe das Datum weg, von wegen Spieler des Jahres? Weil die Statue, die wir in seinem Apartment gefunden haben, da stand ein Jahr drauf, ne? Da kann ich mich dran erinnern, als er das erste Mal in seiner Wohnung war, da stand, glaube ich, ein Jahr drauf. Hier jetzt bei dem Synchrotest stand da kein Jahr drauf. Ist James Kara vielleicht älter als 120 Jahre und er weiß es gar nicht? Vielleicht war er ja auch eine Zeit lang ausgeschaltet zwischendrin oder so. Oder gar nicht aktiv. Excellent. You found a new purpose in life. Okay, haben wir. Unser Schreibtisch? Von zu Hause oder bei der Arbeit? Das ist die Position. Finding yourself in a new reality is a huge challenge. Turns out I have a knack for this job. Do you miss your job? You don't even realize. Let's move on to the last death event. Das war das Zugunglück jetzt? Das ist ein Train. Sieht aus wie ein Wurm, aber das ist der Zug. Ah, guck mal, der Zug ist aber, das ist wie die Schlange, seht ihr? Hier, da ist der große Kopf, die Lokomotive, sag ich mal, das Dings. Und hier hin, nach hinten, wird der Zug immer schmaler zu so einer Art Schlangenschwanz. Der Zug, der sich selber in den Schwanz beißt. Interessante... It seems that the complexity of the trauma will not allow us to continue. I can handle it. Synchronization is a process, not an act. Try to isolate minor events using all your senses. Or okay. Stop and extend the recovery period. No. I'll remember. I'll get it from my memory. Some shine, grease, burn, and... Excellent. Okay. Seriously? Hat geplant. Aber interessante Symbologie mit dem Zug und der Schlange halt dann. Und da können wir aber nicht hin, das ist noch geschlossen. Da, das Leuchten hier, das ist die Knappe. I had a chance to hit him, but my gun jammed. Even though I cleaned it the day before. Who did you want to hit? All I remember is... We were on a mission. Me and Seth. Und dein Partner. Ihr wart beide im Zug und du hättest den Attentäter ausschalten können. Wahrscheinlich. Deine neuen komischen Symbole. Muss ich da hochklettern?
Warte, da war was. Ja, ich muss da hoch. Okay. Powerful explosion. I think it derailed the train. My ears were ringing and... Fuck! I don't remember. What about Seth and the one you were chasing? Can you focus on them? I'll try. Da ist auch noch so ein Wagen da reingebrettert. Okay, dann ist die nächste Position. Ja, mal hier, wo die Glühwürmchen rumfliegen. So many bodies. I had to get him. Dispense justice. The bastard kept eluding me. Do you blame yourself for what happened to him? We got a lousy job. He knew the risks. But I was his partner. He relied on me. Unstable simulation. We'd better stop for today. All right? Now? Mine's. When do I get a chance to pass the damn test? I won't let this go. I can't. I'll finish it, and I'll be back where I belong. Der war ganz tot dann, sein Partner? Hat er keinen neuen Körper erhalten? Moment mal, das ist der aktuelle Körper, den er jetzt hat. Attention. Dynamic element detected. Moment mal, hat... Das ist jetzt gerade der neue Körper von James. Der Partner, der aber runtergefallen ist, sah anders aus, ne? Hat er einen Körper bekommen von einem, der auch im Zug war oder so? Es wurde ja immer noch nicht gesagt, wo die Körper herkommen, die Leute so bekommen. Das wurde bisher im Spiel immer noch nicht gesagt. Nur, dass es halt ständig neue Körper gibt für die Leute. Aber wo kommen die her? James, it's dangerous. It could be projection, not recollection. What projections? This is my fucking window. Okay. Das Fenster vom Apartment. An diesem Tag 2317. Rachel? Oh, sie ist gefallen. Die reden ja hier nur, dass er seinen letzten Tod verarbeiten soll, was mit dem Zug und Unglück zu tun hat. Aber was ist denn mit dem Tod seiner Frau? Warum nicht das auch verarbeiten? We recommend staying home. Your mental state is very strained and you need time to recuperate. How long until I'm back to work? From 9 to 12 months. Ja, genau. Estimates may change. Fuck! Siehst du, das System kann die Leute einfach kontrollieren und Sarah, sich auslassen. Fucked up. I don't know how to say this, but I think I'm admitting guilt. What happened? Is everything all right? What have you done? I can't do anything. I've no chance to go back. James. No. I'll finish the case. I won't leave it like this, but I won't drag you down with me. I'm sorry for earlier. I'll cover all traces.
I can't drag everyone down all the time. You didn't deserve it. Phew. Wow, that's very kind of you. Excuse me? You're such a drama queen sometimes. What did you think, I'd leave it like that? I'll leave you with it? I have a few leads to discuss. Really? You think you're the only person in this town who wants to know what's going on? Let's get busy then. Okay, was passiert, wenn wir die Wohnung verlassen? Werden wir dann gesucht auch von Polizisten oder so? Ah, wir machen wieder Hinweise. Einloggung. Okay. Icarus, jetzt kommt das Ding. Where do we start? Since the Zeppelin crashing into the building right after Green's death is more than just a lucky break. Lucky? For us, definitely not for them. You know exactly what I mean. Let's start with the connection between the Green case and the Icarus shooting. Ja. Was haben Greens Fall und die Schießerei in der Icarus bloß gemeinsam? Hinweis aufnehmen. So, leg den mal dahin. Okay, wir haben technische Pläne, Zeichnungen der elektronischen Installation eines Gebäudes. Jeder Form der Inszenierung wurde entfernt. Das war die Unterlage, die der eine Typ dabei hatte. Greens letzter Brief. Der Politiker hat sich vor jemanden gefürchtet. Er konnte nicht länger mit seinen Plänen warten. Er hatte eine letzte Bitte an Kovalev, sein Werkzeug zu vollenden. Genau. So the watch with a photo was an evidence of a friendly quarrel between Kovalev and Green? They were obviously very close. Die hatten auf jeden Fall Kontakt vorher. Also packen wir das mal dahin. Ja. War nicht so schlecht. Was haben Greens und die Sache gemeinsam? Das haben wir. Der Politiker hat sich vor jemanden gefürchtet. Jetzt machen wir hier weiter. Hinweis aufnehmen, Hypothese verwerfen. Nö, sieht gut aus. Hier ist ein Haken dran. Sieht so aus, als ob wichtige Leute sterben sollten, um das Werk zu vollenden. Warum sollte Kovalev das tun, wenn ihn das ruinieren würde? Weil die ja irgendeinen Plan hatten. Deswegen auch dieses komische Datum. Schal von Jane Salmer. Die war auch in der... Ja... Das Schlangensymbol. It looks fresh this time. Ja. Probably made on the day of the massacre. Ja, aber das war auch in Greens Apartment am Baum. So. Das Symbol und das Datum tauchten bei Green und Kovalev auf. Bedeuten die Daten dasselbe? Ich denke schon. So. Das ist immer noch das. Scheiß Dema. John Parker, Politiker und Teilhaber an der bekannten Firma. Frühere Beweise deuten darauf hin, dass er Greens Freund war. Der war auch in der Uhr. Crisp. Was that laughter? Ja. No. Okay, der war auch in der Uhr. Falsch. Schade, war ein guter Lauf. Okay, den kommt dann dahin. Was haben wir hier noch? Toxikologischer Befund aus der Icarus. Die Analyse zeigt, dass Kovalev nicht identifizierbare Substanzen im Blut hatte. Etwas Vergleichbares gab es in keinem der anderen Körper. Vielleicht dass die gleiche Substanz. Was the toxicology of the rest clean? Well, I wouldn't say that, but it was normal for this social class. Hat er nicht die gleiche das gleiche Gift vielleicht da gehabt, was Green besorgt hat von dem Schwarzmarkthändler? Ja. Ja, siehst du? Sieht gut aus. Eine weitere Gemeinsamkeit von Kovalev und Green. Erlitt Kovalev dasselbe Schicksal. Beide hatten dieses komische Zeug in sich. Agent Dean, Chief Steiners Vertrauensperson, ein Profi in diskretem Arbeiten. Körpergesetze. Pläne zur Herabsetzung des Alters. Ne, weiß ich nicht. Miller, der Mann mit den verschlüsselten Icarit, Waffenhändler und Inhaber von Phalanx, der elitären Sicherheitsfirma. I still don't know how he encrypted the Icarite. Why do something like that? To avoid answers when your corpse turns up in an inconvenient situation. Ich weiß nicht, ob das zusammengehört. Nee.
Lass das doch nicht immer so da stehen. So. Okay. Blutige Bitte. Sieht so aus, als ob wichtige Leute sterben sollten, um das Werk zu vollenden. Warum sollte Kovalev das tun, wenn ihn das ruinieren würde? Dann vielleicht die Politiker? Körpergesetze neu? Motherfuckers. I still can't believe it. At least their plans will take a while longer. Die Leute ausschalten vielleicht wegen dem neuen Körpergesetz? Nein, natürlich nicht. Wie kommt man noch darauf? Agent Dean vielleicht? Wobei aber das mit hier... Travis Colette? Ein Bauunternehmer? Nee, wo war das mit der... Von der Frau, hier. The famous psychologist, back in the circle of suspects. More on the periphery. Green hat sich doch am selben Tag noch mit dieser Frau getroffen. Die Psychologin, hier. Da ist das Bild, da hatte sie den um Hals. Warum war dieser Schal auch dort? Ach komm, Leute. Wahrscheinlich ist das auch noch wichtig, aber die Reihenfolge stimmt noch nicht. Travis Colette, ein Bauunternehmer mit einem bestickten Taschentuch. Besitzer mehrerer Wolkenkratzer, darunter Greens Wohnkomplex. You've identified him. Great. Yeah, it's a developer named Travis Colette. Travis Colette? Bonjour, Travis. Travis Colette. Travis Colette. James. Sorry. Okay, ja, das war der, der erschossen wurde, der neben dem Koffer lag. Nein, natürlich nicht. Kein Travis Colette. Technische Pläne. Did I tell you something? Shit. Too many copper phase conductors with polyvinyl insulation. What? Moment mal. I really don't know. Ist das Greens Apartment, wo der Baum in der Mitte steht? Wenn man da, guck mal, da links geht man durch die Tür, dann kommt man da rein, dann steht da dieser große Baum und rechts und links sind beides Stufen, die nach oben führen, wo das Schreibtisch stand und dann waren da noch die Geheimtüren. Das könnte Greens Apartment gewesen sein hier. I need a clue as strong as rot gut from a dirty glass. Oh, Hypothese verwerfen. Seriously? Das ist doch das Apartment, ey. Okay, die habe ich jetzt hier alle durch in dem, ne, schon. Hatte ich den schon? Chief's errand boy. I wonder how big his stable was. Den hatte ich noch nicht. Auch nicht. Technische Pläne waren nicht, Travis Colette auch nicht, der Schal nicht. An dieser Stelle muss ich einen von denen nehmen, ne? Den mal vielleicht nochmal. We have nothing more on him. Ja, schade. Dann ist es Miller. Mann, ey, das muss doch jetzt mit irgendeinem weitergehen. Ich hab doch alle jetzt gehabt, oder? Die sind ja auch nicht mehr... Wo sind denn die Haken geblieben? Das war doch alles grün hier. Only the date on Green's tree was carved long ago. The one on the safe was done yesterday. Sarah, they must mean something. Mhm. Was leuchten die denn hier so? Mal ein bisschen weiterstellen, dass man diese Linien besser sieht. Sarah, do you have access to the CTC registers? Just checked. Kovalev's Ikarite never made it there, which means that this is another... This is another final death. They both left this world, and they left behind quite a mess. Do you think they managed to carry out the plan from Green's letter? All we know is they gave their lives for it. Could anyone here know Green and Kovalev were up to something? Damned good question. Let's check. Die waren doch alles so gut hintereinander schon. Romeo und Julius. Eine der Substanzen im Blut muss giftig gewesen sein, genau wie bei Green.
Und das hier auch grün. Greens Schatten. Jemand wollte sie aufhalten oder zu etwas zwingen. Sie starben aufgrund eines größeren Plans. Der größere Plan war doch auch... Das ist doch Greens Apartment, diese Pläne, die da waren. Technische Pläne. Das sieht aus wie Greens Apartment. Die wollen es nur nicht wahrhaben. Ich habe recht. Das ist Greens Apartment. By what we saw in the Icarus reconstruction, Phalanx really does have quite a rep. Frag mich, warum er das hier vorher nicht gemacht hat, weil die ganzen Sachen, die hier, die hatte ich schon kombiniert, aber da hat er nicht das so hergestellt. Das Körpergesetz wollen sie verändern? Nein, okay, das ist auch irgendwie... Dieses eine Jahr Körpergesetz ist auch nicht so schlimm, ey. As the chief's trusted man, he must have known about Green's death. Just what was he looking for here? Weil auf den hat er doch hat Kovalev auch auf, als erstes geschossen, ne, auf dem Typen. Und der hatte mit dem anderen Typen mit Travis Cotlett hier am Tisch gesessen. Sarah, this guy also built Green's building, right? Built it? I mean, he added more floors to it. I don't think anyone builds buildings from scratch. They still did that in my day. Let's follow this. Der Typ hat Greens Apartment gebaut und der andere wollte an die technischen Pläne von Greens Apartment drankommen. Wie man da am besten das Ding sprengen kann mit dem Baum. Ha! Meine Güte, meine Denkweise war vorher schon richtig, nur die Zusammensetzung war falsch. Jetzt hab ich's. Holy shit. So Dean was buying the blueprints for Green's apartment from Colette. Yeah. And Colette didn't know about Green's death. And that order not to board Icarus. You think Dean was following the chief's orders? Dean könnte für jemanden anderen gearbeitet haben. Der Chief macht seinen Job so gut er kann. Na, weiß ich nicht. Ich glaube, der Chief wurde gekauft und deswegen stand er in den Akten von Green. Sorry to say, but it looks like our old bastard is deep in someone's pocket. But what did he really want? What did he need the plans for? Your questions keep getting better. We missed something at Green's. Something damn important. As long as everyone's focused on the riot now, the apartment should be empty. Great. Let's finish what we started. Diagnostics complete. Repair cost and fine, $938. Was? Fuck you! And don't wait for me with dinner. I'll be late. Die Reparatur durch von den Kasten, weil ich da draufgeschlagen habe? After our little nightly talk, I knew I wasn't alone in all this. Sarah may have been only a voice in my earpiece, but it was a voice of integrity and reason, which was what I needed at times, and which could be switched off at other times. And unlike other such voices, without grabbing a bottle. Ja. Okay. Sind wir wenigstens nicht allein mit unseren Gedanken? James, should I send you a sleeping bag? Get a move on. Turn on the camera. Ja doch. Wir sind gerade erst angekommen. Stand back. The Fed secured the entrance. Das sehe ich. I'm on it. You get excited when you do something illegal. I'm in rehab, so don't tempt me. Sie hackt erstmal die Sperre von der Polizei. Deine Akte interessiert mich. I'd like to see your file. I erased it. Good luck with that. I have my ways. Ready. Zurück im Green Tower. Okay. Ah, da hängt er noch. Aber vielleicht haben die ihn dann leicht weggeschaffen und das ist nur so ein Hologramm, ne? Okay, Leute, wir sind zurück im Green Tower. Es ist sehr dunkel hier, aber da machen wir in der nächsten Episode weiter. Es dauert immer echt lang, diese Hinweise da zu kombinieren. Und vorher hatte ich die ja eigentlich schon gut liegen. Dann war aber irgendwas anderes falsch oder ich habe eins weggenommen, was dann wieder die Verbindung wieder rückgängig gemacht hat, weil sonst stimmten die oben ja alles schon. Und dann, naja. Meine Denkweise war schon nicht so schlecht, aber die Reihenfolge, wie man die dann hinlegt, ist dann immer die Frage. Okay, Leute, vielen Dank fürs Einschalten in der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Folge von Nobody Wants to Die. Ciao, ciao.